Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei Cities Skylines. In der letzten Folge ist uns ja aufgefallen, dass wir hier keinen Strom haben. Anscheinend war das hier einfach nicht mehr verbunden. Kann nicht sagen warum, aber das ist eben so. Speckerei. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Wort Speckerei gibt. Das wahre Müsli. Achso, das wird eine Firma sein. Das werden wahrscheinlich Firmennamen sein. Brot und mehr. Wurstwaren. Okay. Okay. Ja, Leute. Wir müssen schauen, dass wir jetzt wieder mehr in unsere Bevölkerung investieren. Das heißt, kleine Notunterkunft, auf die sollten wir so langsam hinsparen, weil es kann jederzeit eine Naturkatastrophe kommen. Und wenn wir keine Notunterkunft haben, dann schaut das ziemlich schlecht aus. Da gehen, wie viele Leute gehen da eigentlich rein? Schutzraumkapazität 1000, okay. Und hier große Notunterkunft gehen 10.000 rein. Okay, wir bräuchten schon eigentlich mal drei eigentlich. Für die ganze Bevölkerung, die wir haben. Also drei ist schon heftig. Und ja, haben wir eigentlich noch nicht zur Verfügung, dieses Geld. Was wir aber zur Verfügung haben, ist einfach Straßen. Deshalb bauen wir einfach Straßen. Und ich würde sagen, wir legen hier mal ein richtig schönes Plätzchen an. Und zwar können wir hier schon Kreisverkehre bauen. Jawohl, das können wir schon. Das sind nur Steine, die im Weg liegen. Hier bauen wir mal einen Kreisverkehr, damit wir hier auch in jede Richtung sozusagen fahren können. Die fahren da einfach. Einfach weil es ihnen Spaß macht, fahren die da. Hier gibt es auch schon die größeren Straßen anscheinend. Ja, sehr gut. Hier gibt es die schon. Hier sieht man schon, diese Straßen haben einfach drei Spuren in jede Richtung und die Straßen haben einfach nur eine Spur in jede Richtung. Das ist einfach ein Vorteil, ne? Wenn mehr Verkehr aufkommt, dann ist das ein Vorteil, wenn es mehr Straßen gibt, also mehr Spuren in eine Richtung. Dann werden wir hier das noch verbinden. Also so ein bisschen schräg mit einer Kurve, okay. Dann machen wir das doch so. Und hier werden wir wieder Wohnungen hinbauen. Natürlich wieder mit Wasserrohren, weil sonst hat das keinen Sinn. Hier wird es wieder Gewerbegebiete geben. Jo, hier sieht man schon, dass das alles viel breiter ist. Und diese Ampel ist eigentlich fast unnötig. Das heißt, wir werden sie einfach weggeben. Manchmal sind Ampeln auch nicht hilfreich. Wir werden hier auch ein paar Notfalldienste. Gefängnisverfügbarkeit ist nicht sehr hoch. Hier werden wir wieder eine Polizeiwache installieren. Da ist jeder happy. Dann eine Arztpraxis geht sich noch nicht aus. Dann werden wir mal drauf warten und drauf sparen. Und hier gibt es schon wieder keinen Strom. Hier gibt es schon wieder keinen Strom. Das ist jetzt ein kleines Problem. Ich habe nicht genug Geld für noch eine Turbine.
Ja, die kostet 12.000. Die kostet 6.000. Das ist ein kleines Problem. Das heißt, wir müssen einfach jetzt warten, bis ich mir hier eine Turbine leisten kann. Die pflanzen wir hier schnell her. Somit ist der Stromverbrauch, die Stromerzeugung ein bisschen gestiegen. So, wir stellen wieder auf Stufe 3. Jo. Wenigstens bekommen wir Geld. Das Problem ist nur, wir verlieren Geld eigentlich. 1820, 1839. Naja, wir sollten eigentlich fast mehr reinbekommen. Hier brennt etwas. Die sehen schon hier ein Feuerwehrmann. Er ist einfach Feuerwehrmann. Wir nennen einfach Peter. Feuerwehrmann Peter. Peter löscht, Peter ist im Wagen, Peter hat seine Arbeit erfolgreich abgeschlossen. Die Nachfrage nach Wohngebieten ist auch noch ziemlich hoch. Warning. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Oh je, ein Erdbeben steht bevor. Und das Erdbeben ist schon da. Eieieiei. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Das ist ziemlich schnell gegangen, dass dieses Erdbeben gekommen ist. Das legt ja meine halbe Stadt in Schutt und Asche. Straße zerstört, wirklich? Na super. Es brennt. Es brennt. Na super. Ist das Erdbeben jetzt vorbei? Das hat mir gerade noch gefehlt, ein Erdbeben. Kann ich da jetzt noch drauf bauen? Kann ich, ja. Super. Einfach mal ein Erdbeben. Es brennt hier überall. Es brennt hier einfach überall. Das werden wir. Können wir das abreißen oder können wir das? Nein, wir müssen das abreißen. Solche Straßen müssen abgerissen werden. Und die müssen wir dann neu aufbauen. Gut, von einem Erdbeben kann man sich fast nicht schützen. Also wenn nochmal so ein Erdbeben kommt, schaut es nicht sehr rosig aus, ja. Ich habe jetzt mal auf das Spiel pausiert, weil hier gibt es einfach nichts mehr zu leben sozusagen, ja. Wir müssen dann schauen, wenn wir dann genügend Geld haben, dass wir einfach diesen Graben hier wieder zumachen. Dass hier wieder der Alltag sozusagen einkehren kann. Genau in der Mitte treffe ich das. Jawohl. Und man kann auch hier sehen, dass die Rohre auch in Mitleidenschaft gezogen sind. Nicht genügend Geld. Eieieiei, nicht genügend Geld ist nicht gut. Starten wir mal wieder, setzen auf Stufe 3. Und ich habe jetzt minus 61. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Also dieses Erdbeben war nicht sehr gut für uns. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier wieder Wasser herbekommen. Es muss einfach wieder Wasser laufen.
Das heißt, ich glaube, ich muss mir ein Darlehen nehmen. Hier wieder die Wasserrohre reparieren. Und einfach schauen, dass wir hier wieder mehr Bevölkerung bekommen. Wir müssen auch hier diesen Kreisverkehr müssen wir abbauen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das kann. Wir sind zweispuriger, nein, dreispuriger. Das ist, glaube ich, hier, ja. Schauen wir mal, ob ich das kann, hier einen Kreisverkehr drüberlegen. Ja, schaut nicht so übel aus. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Hätte ich mir wirklich schlimmer vorgestellt, aber ist in Ordnung so. Ihr benötigt Strom. Okay. Ihr habt noch immer keinen Strom, okay. Aber jetzt. Uiuiui, ein Erdbeben. Mit dem hat keiner gerechnet. Mit einem Erdbeben kann noch keiner rechnen. So, Bevölkerungswachstum schreitet voran. Sollte so passen. Also auf der Seite aus, da geben wir auch noch ein paar Gewerbegebiete hin. Ui, das habe ich ja ganz vergessen. Oder besser gesagt übersehen. Dass es hier nicht weitergeht. Wenn die hier auch gleich durchrasen. So, dann gibt es hier noch ein paar Häuser zu platzieren. Wasser ist genug da, Strom ist genug da. Schaut mal nicht so schlecht aus. Hier gibt es nämlich Gelände ändern und ich weiß nicht, ich glaube, es zahlt sich eigentlich fast noch nicht aus, hier das Gelände zu ändern. Oh, das war fast schon zu viel. Ah, Rückerstattung, okay. So. Hier ein bisschen noch runter, damit zumindest die Gräben hier verschwinden. Weil richtig schön ist das hier. Das ist hier wirklich nichts. Hier geht es ja wirklich tief runter. Kostet natürlich auch etwas. Also gratis gibt es nicht. So, dann ist das wieder auf normalem Niveau und die wohnen einfach in den Gebieten, wo es das Erdbeben gegeben hat. So, schaut doch nicht so schlecht aus. Bauen kann ich da zwar nicht drauf anscheinend, ist halt so, aber das macht ja auch nichts. Hier werden mehr Arbeiter benötigt, okay. Ich werde jetzt einmal schauen, wegen einer Schule. Wurde eine Schule zerstört? Eine Schule wurde zerstört, oder? Ich habe doch zwei Grundschulen gehabt. Okay. Okay.
Und dann gibt es noch das hier, eine Oberschule. So, aber was kostet so ein Ding, haben wir gesagt? 24.000. Vierundzwanzigtausend ist ziemlich viel. Wir haben auch nur 1000 plus im Moment, also ist fast nicht drinnen im Moment. So, aber die benötigen mehr Arbeiter und die benötigen generell mehr Arbeiter, nicht genügend Arbeiter. Aber warum habe ich dann eigentlich keine höhere Nachfrage an Wohngebieten? Das weiß natürlich auch keiner. Aber ich werde trotzdem noch ein paar Wohngebiete ausweisen. Und ich werde diesen Kreisverkehr komplett ändern. Warum gehst du nicht zum Ändern? Okay. Schaut zwar jetzt ein bisschen komisch aus, ist aber so. Und dann können hier auch. Okay, das ist mal ein Fleckerlteppich. Dann können hier somit auch wieder ein paar mehr Leute wohnen. So, das ist neu ausgewiesen. Und hier gibt es schon wieder keinen Strom. Ach so, weil du einfach keine Stromverbindung hast. Aber das ändern wir jetzt. Zack, zack. Und hier wird schon fleißig gebaut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, die Stadt lebt schon. Die Stadt lebt schon. Wir müssen natürlich dann noch schauen, dass wir hier diese Gebiete bekommen. Ab 6000 Einwohner gibt es anscheinend das Ding. Aber ist schon mal nicht so schlecht. Wir sind genug im Plus, wir haben genug Geld. Das Darlehen zahlen wir jetzt mal zurück. Damit sind wir noch mehr im Plus. Und Budget schaut gut aus, Steuern schauen auch gut aus. Passt. Ich würde sagen, für die heutige Folge war es das wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst es, Leute, Daumen nach oben. Abonnieren, kommentieren und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge von City Skylines wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und tschüss, bis dann.